alle verstehen, wir hätten eigentlich bei dem Wind eine Lautsprecheranlage gebrauchen können. Ich muss mich nicht unbedingt vorstellen, ich glaube, die meisten kennen mich, ne? Also sonst, aber für die paar, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin Erhard Christiani, der Burgherr. Und ich möchte Sie ganz herzlich auf der Dreckburg begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe es noch nicht durchgezählt. Ganz viel mehr könnten wir auch gar nicht reinlassen, muss ich jetzt dazu sagen. Aber so geht es noch. Und deshalb machen wir auch den Empfang hier unten, damit sich das nachher so ein bisschen verläuft. Damit nicht alle immer gleichzeitig oben sind. Also es geht ja hier unten los. Auf der mittleren Etage ist ein bisschen was zu sehen und oben ist was zu sehen. Und an den Toiletten kommen Sie dann auch vorbei, das muss ich Ihnen nicht erklären. Also Mitmacher sind herzlich eingeladen und von daher wollte ich Sie jetzt alle hier in diesem wunderbaren Kreis ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Tag mit diesem Burgherrn und seiner netten Partnerin Freya von Wahl, die uns jetzt so lange schon hier auch wirklich nett, einfach nett beherbergt haben. Denn wir haben hier schon fast ein halbes Jahr getagt, muss man sagen. Wir haben immer Kaffee und Tee bekommen und es war immer wunderbar gemütlich und warm hier in dieser Burg. Und deshalb möchte ich mich erstmal bei den beiden ganz herzlich bedanken und der Freya von Wahl möchte ich diesen Blumenstrauß überreichen für die lieben Mühen und die Kekse und den Tee und für alles. Einschätzung, die es erfährt, ist eigentlich schlichte Geringschätzung. Salz ist etwas Alltägliches und für uns alle jederzeit verfügbar. Man bekommt es für wenige Cent in jedem Supermarkt. Es ist auch nicht unumstritten. Also wir haben ja mehrere Ärzte unter uns. Die sagen immer, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wer zu viel salzhaltige Sachen isst, der hat auch Probleme mit Hochdruck. Also diese ganzen Sachen sind ein bisschen schwierig. Und das Streusalz im Winter war jetzt sogar knapp, ne, aber ist trotzdem für die Umwelt nicht immer gut. Also Salz ist heute ein bisschen problematisch behaftet. Also warum widmen wir diesen Stoff hier in der Dreckburg eine eigene Ausstellung und machen uns so viel Stress und Arbeit? Das ist ja eine gute Frage. Ne? Wir wollen Ihnen zeigen, dass die Bedeutung des Salzes für unsere Menschen hier vor uns, also unsere Vorfahren, über viele hundert Jahre sehr groß war. So groß, dass sogar unsere Stadt Salzburg bis heute das Salz in ihrem Namen trägt. Das ist eigentlich effektives Marketing, wenn man sich das so überlegt. Ne? Also besser geht es ja eigentlich nicht. Das weiße Gold war also lange Zeit Lebensmittel und, man sagt, zeichnete das so Himmelsgaben. So stellte der römische Staatsmann Cassidor im 6. Jahrhundert ebenso lapidar wie zeitlos fest, auf Gold kann man verzichten, aber nicht auf Salz. Wer nicht mindestens 3 Gramm täglich zu sich nimmt, ich weiß nicht, die Ärzte können mich verbessern, aber ich sage das und der Apotheker vor allen Dingen, wird gesundheitliche Schäden erleiden und langfristig sogar zum Tode verurteilt sein. Deshalb hat ein englischer Aufklärer aus dem 18. Jahrhundert zu Recht festgestellt, der Entzug von Salz ist die einfachste und effektivste Strafe. Liebe Marianne Witt-Stur, sie hat, glaube ich, gerade sehr eindrucksvoll dargestellt, wie eng verbunden unsere Salzerstadt mit dem Salz ist. Und insofern möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken beim Heimatverein. Ich habe das bereits gestern im Rahmen des Pressegesprächs zum Ausdruck bringen dürfen. Ganz, ganz herzlich bedanken für das tolle Engagement, was ihr an den Tag gelegt habt. Erhard Christiani hat die Namen des Teams vorhin schon genannt. Ich möchte mich natürlich auch im Namen der Stadt Salzgotten nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Erhard und Freya von Wahl, bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken. Ganz, ganz herzlich danke auch nochmal an das große Team, was alles hier mit eingebunden war. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz dicken Applaus wert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich überbringe Ihnen gern die Grüße des Rates der Stadt Salzgotten, der Verwaltung. Und ich darf namentlich hier meine beiden Stellvertreter nennen. Betty Kolper, hier vorne schon genannt worden, und Michael Spring. Und ich freue mich, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter des Rates heute hier vertreten sind. Zeigt das doch auch die ganz, ganz enge Verbundenheit mit unserer Salzgeschichte. Ich habe gestern noch so gesagt, wir sprechen, wenn wir über Salz sprechen, über die Vergangenheit, wir sprechen über die Gegenwart. Wir sprechen über nee, gar nicht. Das geht nicht. Ja, auch noch.
Hallo, liebe Freunde des Tulofer Kabelfernsehens. Wie Sie sehen, sind wir unterwegs. Wir sind unterwegs in Salzgotten, hier an der Dreckburg. Und hier fand heute die Ausstellungseröffnung Solo und Salz statt. Neben mir habe ich sicherlich einen in Tulof Bekannte, in Niederntulof Bekannte, um genau zu sein, Historikerin und auch erste Vorsitzende des Heimatvereins Salzgotten, Frau Witt-Stur. Frau Witt-Stur, wir haben ja vorhin die Eröffnung mitbekommen und der Reinhold hat sie auch gefilmt. Wir werden auch einige Ausschnitte daraus zeigen. Aber Sie als Vorsitzende des Heimatvereins Salzgotten, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese Ausstellung ja unter dem Motto Solo und Salz zu machen? Also das Thema Salz ist in Salzgotten ja schon eigentlich ein ganz langwieriges Thema. Der Heimatverein Salzgotten beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema. Und der Ehrenvorsitzende, der Dr. Walter Hemm, der quasi mich schon von klein auf als Tulofer Kind kannte, der hat mich immer für dieses Thema interessiert. Irgendwann hatten wir eine Grabung hier in Salzgotten, da habe ich noch studiert, da habe ich dann mitgegraben am Westerntorturm. Und wir sind eigentlich auf diesem Thema Salz schon sehr lange. Wir haben ja das große Projekt, das Salzermuseum, hier in Salzgotten entstehen zu lassen. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach mal viel von unserer Geschichte zeigen. Das ist wichtig. Also wenn man jetzt das Heimathaus von außen sieht, das alte Schulgebäude, dann soll man halt auch einfach mehr von der Geschichte erfahren. Es ist zurzeit im Umbau und das wollen wir machen. Also wir wollen einfach eine Sonderausstellung zum Thema Salz machen. Es gibt das Salzer-Kollegium, was sich jetzt gegründet hat, um allen Leuten einfach zu sagen, kommt nach Salzgotten, guckt es euch einfach mal an. Hier kann man schön nicht nur Geschichte erfahren, sondern man kann halt auch am Gradierwerk Geschichte erleben. Die einzelnen Punkte so der Salzgeschichte, sag ich mal, aus Salzgotten, haben Sie vorhin bei der Eröffnung ja auch nochmal in Stichpunkten genannt. Das werden wir sicherlich dann auch damit reinschneiden, deswegen bleibe ich ein bisschen aktueller. Ja. Hinter uns haben wir ja ein Gradierwerk. Das Gradierwerk gehört ja in Salzgotten zur Salzgewinnung, wie eben auch die Sohle, die entsprechend gewonnen wird. Wenn ich von Niederntulof nach Salzgotten fahre und muss ins Rathaus, dann fahre ich immer vor dieses Gradierwerk in kleiner Form, ja, dann nach früh. Tolle Marketingarbeit. Sind Sie auf die Idee gekommen oder sind die Anwohner aus dem Siedlungsgebiet auf die Idee gekommen? Also wir haben uns natürlich gefreut. Die Kreiselfreunde in Salzgotten sind super aktiv. Sie kennen, die Tulofer kennen die bestimmt alle, also auch die anderen tollen Projekte. Und wir haben uns halt irgendwann mal kennengelernt durch einen Kontakt eines Mitglieds aus dem Heimatverein. Und dann haben die Kreiselfreunde von unserer Ausstellungsaktivitäten den geplanten erfahren. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen halt das Gradierwerk. Also die haben eigentlich sich selbst überlegt, wir könnten ein super Gradierwerk machen, als erstes Exponat schon mal auf die Ausstellung hinweisen. Und wir haben vom Heimatverein gesagt, wir finden das ganz toll. Wir unterstützen euch auch dabei, aber die Arbeit haben wirklich die Kreiselfreunde geleistet, das muss ich sagen. Die sind im Tulofer Wald gewesen und haben eigenhändig diese Dornzweige geschnitten. Das war kein Spaß, also wirklich nicht. Und dafür bin ich den Kreiselfreunden auch sehr dankbar. Also das muss ich wirklich sagen. Ich sage nochmal, tolle Marketingarbeit und auch die Internetadresse ist ja drauf zu erkennen, www.soloundsalz.de, genau. Und man ist, wie Sie vorhin gesagt haben, automatisch beim Heimatverein in Salzgotten. Ja. Hier sind ja eine Menge Exponate. Wir stehen ja jetzt nur von einem Nachbau, sag ich mal. Aber hier sind ja so viele Exponate. Wo haben Sie die alle hergekriegt? Also wir haben ganz viele Kontakte gehabt, ne? Also wir haben eben in Salzgotten viele Schätze, die sind auch im privaten Besitz. Und diese Schätze, die muss man auch erstmal quasi erarbeiten. Also viele Familien hegen die natürlich sehr stark und das ist auch völlig richtig. Und wenn man halt mal ein kleines Türchen geöffnet hat, dann hat man auch die Möglichkeit, das vielleicht mal in der Ausstellung zu zeigen. Das haben wir gemacht. Wir hatten aber auch das Glück, viele Institutionen zu haben, wie zum Beispiel den Altertumsverein Paderborn für die archäologischen Geschichten oder die Akademische Bibliothek, die quasi die Pfarrbibliothek hier betreut. Aber die wunderbarsten Schätze kommen wirklich aus privater Hand und darüber sind wir natürlich sehr dankbar, dass die Salzgottener Familien, die selber noch einen starken Draht zur Geschichte haben, dass die quasi ihre Schubladen geöffnet haben und halt so schöne Exponate für uns aus der Zeit vom 12. bis zum 19. Jahrhundert zur Verfügung zu stellen. Jetzt kennt man es ja immer auch in Niedertulof aus Vereinen, ja, aber auch beim Schützenverein zum Beispiel oder beim Sportverein. Wenn dann solche Exponate, in dem Falle sind das dann Bilder, dann irgendwie mal abgegeben werden, kommen die nie zurück. Das ist bei Ihnen aber gewährleistet. Ja, das ist bei uns gewährleistet. Die Exponate sind quasi auch versichert. Das war ganz wichtig für uns. Und wir geben die natürlich zu treuen Händen wieder zurück. Es gibt ganz viele Leihverträge. Also das Ganze ist halt eben ein Projekt, was wir schon ein bisschen professioneller auch aufziehen wollen. Weil sonst erreichen wir auch nicht das Ziel, was wir haben. Wir wollen ja im Salzer
Wassermuseum vielleicht irgendwann auch nochmal das eine oder andere Stück wieder ausstellen. Und wenn wir jetzt nicht sorgsam mit diesen ganzen Schätzen umgehen, dann werden wir dann auch für die Salzkottener nicht zur Verfügung stellen können und für die Tudorfer und die Mantinghäuser. Also wie gesagt, das ist unser Ziel. Wir wollen die Geschichte mit den Leuten und den Menschen hier in der Region weiter erfahrbar machen. Oh, neben dieser Ausstellung, jetzt rage ich schon hier alles rum, neben dieser Ausstellung geht es ja dann irgendwie auch weiter. Auf die Öffnungszeiten der Ausstellung kommen wir gleich noch, aber wenn diese Ausstellung jetzt hier beendet ist, ist das Thema ja nicht, insgesamt nicht beendet. Nein, wie geht es dann beim Heimatverein weiter? Also das Thema bleibt aktuell. Diese Ausstellung ist quasi so ein Fingerzeig auf unser Projekt Salzmuseum, Selzermuseum. Herr Dreyer hat das heute ja auch schon gesagt, also das Heimathaus wird zurzeit umgebaut, es können aber Hochzeiten darin stattfinden, also wir haben einen Teil des Hauses auch geöffnet. Trotzdem arbeiten wir halt dran. Wir wollen quasi dann ein Selzermuseum entstehen lassen, das sich permanent mit der Ausstellungsgeschichte, also mit der Salzgeschichte beschäftigt. Das ist unser Ziel. Und indem wir jetzt einfach viele Leute in diese Ausstellung reinbekommen, hat man auch das Interesse geweckt und dann ist quasi das Verständnis auch größer für unsere Arbeit. Also wir wollen quasi Salzkotten mit der Salzgeschichte zusammen mit allen Vereinen, mit den Schulen hier weiterbringen, damit das nicht nur ein Nischenprojekt ist, sondern nicht nur ein Projekt des Heimatvereins, sondern ein Projekt für alle Menschen, für Große und für Kleine. Das habe ich gerade nicht ganz mitgekriegt. Dieses Salzmuseum, wo soll das dann genau entstehen? Das Salzmuseum ist quasi der Nachfahr oder der Nachläufer vom Heimatmuseum. Das wird also zurzeit umkonzeptioniert. Also wir haben halt eben Historiker, Archäologen, die das mitgestalten. Und in den Räumen des Heimathauses wird das Salzmuseum entstehen. Also es wird kein Heimathaus in diesem Sinne mehr sein. Natürlich Treffpunkt für den Heimatverein. Aber wir haben ein ganz normales Museum dann. Und das wird für Kinderführungen, zum Beispiel für Kindergeburtstage auch geöffnet. Sein, kann man jetzt auch schon machen, Kinderführungen in der Stadt, also das wollen wir alles anbieten. Super, also Haus Wüst wird es nicht sein. Haus Wüst wird es nicht sein, aber wir haben eben die Aufgabe, ich sage auch nie Haus Wüst, sondern das Penningsche Haus, weil ich gerne über die besondere Geschichte spreche. Es ist ja im 16. Jahrhundert von einem Selzer erbaut worden, nämlich von Simon Penning. Und ich finde, man muss über solche Sachen immer sprechen. Man kann ja auch streiten, aber man kann über solche Häuser sprechen, weil sonst ist es halt so, dass wir irgendwann zu wenig davon haben und man kann das nur aus Büchern lesen und das finde ich schade, weil ich finde, Kindern und Enkeln muss man auch ein bisschen begreifbare Geschichte hinterlassen. Gerade diese Ecke, weil das ja auch alles miteinander verbunden ist, mit der Johanneskirche dann auch, ja. Sie gehört ja insgesamt auch dazu. Genau, das ist so. Und diese klare Aussage gehört auch garantiert dazu. Ja. Kommen wir jetzt noch zu den Öffnungszeiten. Ja. Die Ausstellung ist bis wann geöffnet und wann geöffnet? Also die Ausstellung ist ja eine ehrenamtliche Ausstellung, deshalb haben wir nicht die ganze Woche auf. Wir haben am Samstag von 14 bis 17 Uhr auf und sonntags eben von 11 bis 17 Uhr. Wir haben 3 Kinderführungen im Mai, die wir anbieten an 3 Maisonntagen. Alles auch lesbar unter www.heimatverein-salzkotten.de. Da sind alle Kontaktdaten und wenn man gerne in der Woche gehen will, das geht auch, muss man einfach nur anrufen, dann machen wir das möglich. Das ist gar kein Problem. Super, kostet das was? Das kostet ein bisschen. Wir haben halt eben gesagt, wir wollen ja gerne sammeln. Sie wissen das. Also wir haben jetzt überlegt, dass wir für Familien einen Preis von 5 Euro nehmen möchten und für Einzelpersonen 3 Euro. Und das Geld fließt halt der Kulturarbeit des Heimatvereins dann halt eben zugute. Finde ich auch einen absolut angemessenen Preis. Ich habe sehr gerne mit Ihnen mal ein Interview geführt, weil Sie antworten erstens lange. Ich kann mir Fragen dann rechtzeitig überlegen, was ich als nächste Frage stelle. Und zweitens sprechen Sie auch laut und deutlich. Findet man auch selten. Auch wir vom Tudorfer Kabelfernsehen wünschen Ihrem Heimatverein Salzkotten viel Erfolg, nicht nur bei dieser Ausstellung, sondern bei allen Projekten und Aktionen, die Sie dann in diesem Zusammenhang in der Zukunft planen. Und wir werden uns dann ganz sicher wiedersehen. Das freut mich und wie gesagt, an alle Tudorfer, kommt einfach in unsere Ausstellung, wir freuen uns auf euch. Alles klar und damit zurück ins Studio.